Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Aufgebraucht-Video. Ich habe hier lauter Sachen, die ich in der Drogerie gekauft habe und lange gesammelt habe, um sie euch in diesem Video zeigen zu können. Und zwar zeige ich in meiner Aufgebraucht-Videoreihe immer Sachen, mit denen ich Erfahrung habe und erzähle euch meine Erfahrungen in verschiedensten Bereichen. Und manchmal mache ich so Special-Versionen. Heute haben wir das Special-Thema Haushaltssachen. Alles rund um den Thema Haushalt. Okay, weißt du Bescheid. Alle Sachen sind in der Infobox verlinkt, also wenn ihr neugierig seid, checkt gerne die Infobox ab. Und ich zeige euch jetzt ein paar coole Geheimtipps für den Haushalt, aber auch so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, das kann man sich sparen. Wir fangen an mit einem Produkt, das mein Leben positiv verändert hat. Ich bin hammerschlecht im Wäschewaschen. Immer schon gewesen, Hammersünde. Mein Mann hat helle Wäsche, sie wird rosa, sie wird blau, dies, das, großes Drama. Und ich habe mit der Marke Dr. Beckmann schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe hier die Farb- und Schmutzfängertücher. Das sind solche Tücher, die ich immer in die Waschmaschine mit rein tue. Und die retten mich einfach immer davor, dass ich nichts verwasche. Weil ich sage euch ehrlich, okay, dunkle Wäsche habe ich verstanden, helle Wäsche habe ich verstanden, bunte Wäsche finde ich schwierig. Was ist, wenn ich etwas habe, was gelb ist, dann habe ich etwas, was blau ist und dann habe ich dunkelrot und dunkellila und braun. Versteht ihr? Also da bin ich mal so ein bisschen, finde ich mal ein bisschen schwierig. Also bei bunter Wäsche bin ich mittlerweile überfordert, Rest geht. Und ich mache es einfach so, um mich immer zu schützen, dass ich so Farb- und Schmutzfangtücher mit in die Wäsche rein tue. Und seitdem habe ich nie wieder etwas verwaschen. Also wenn ihr genauso wie ich ein bisschen Drama und Probleme beim Wenn ihr Probleme habt, wie ich beim Waschen, ist das ein super Produkt, was ich euch definitiv empfehlen kann, weil mir haben diese Farb- und Schmutzfangtücher den Arsch gerettet. Apropos Arsch, habe ich, krasser Übergang, habe ich hier von Febreze diesen Lufterfrischer extra stark. Kennt ihr das? Ihr macht Kaki, also ihr legt ein Dino-Ei. Ihr legt ein Dino-Ei und danach macht man so Raumspray, damit das nicht jeder merkt. Man merkt so richtig in der Luft diese Mischung aus Kacke und Raumspray. Und das ist doof, das mag ich nicht. Da kann ich euch diesen Febreze Lufterfrischer mega empfehlen. Weil extra stark, bis zu zweimal mehr geruchsentfernende Inhaltsstoffe, bla bla bla. Das ist halt ein Produkt, du sprühst es rum und es riecht nicht danach wie Kacke, die sich mit Raumduft vermischt hat. Sondern es riecht halt nach, ja, nach... Ja, ich habe mein Bad ein bisschen fresh gemacht, fertig. Ich habe viele Raumsprays probiert, ich fand das immer schwierig, ich mag diese Vermischung von komischen Düften nicht. Das ist für mich ein sehr schönes Produkt, was ich mittlerweile bei mir im Badezimmer immer habe, um halt zu kaschieren, wenn man ein Dino-Ei gelegt hat. Sehr schönes Produkt, kann ich euch in dem Bereich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier Weichspüler von Vernell. Ja, ist eine schöne Sache, Wäsche hat gut gerochen, ist ein schöner Weichspüler. Ich bin aber mittlerweile auf vegane Weichspüler umgestiegen, weil ihr habt mir das immer mal wieder erzählt, dass so Weichspüler so tierische Inhaltsstoffe hat, Schlachtabfälle, glaube ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Weichspüler so nicht die Waschmaschine verstopft, aber erst irgendwie irgendwas nicht ganz rund läuft. Und deswegen habe ich dann meine Weichspüler mit der Zeit aufgebraucht, auch wenn ich zufrieden damit war. Der hat die Wäsche schön weich gemacht, sie hat gut geduftet, bla, alles super. Aber ich bin jetzt doch auf vegane Sachen umgestiegen. Ich gucke mich da noch ein bisschen um. Im Moment benutze ich Frosch und sowas, ist ganz cool. Wenn ihr also jetzt euch das egal ist, dann ist das ein gutes Produkt. Ich bin halt umgestiegen und seitdem habe ich das Gefühl, dass mein ganzes Wäscheerlebnis und alles runterläuft. Deswegen ist cool, aber ich benutze jetzt halt andere Sachen. Dann habe ich hier dieses Scrub Mommy Ding. Also ich habe mir das vor langer Zeit gekauft. Ich habe mir das einfach gekauft, weil es halt ein Putzding mit einem Smiley drauf war, weil fand ich ganz süß. Aber dann habe ich mal diese Folge gesehen auf Höhle des Löwen und das ist so ein heftiges Produkt. Du hast halt einen Wisch, also du hast einen Schrubber und einen Schwamm in einem. Du kannst kratzfrei, nicht beschichtete Pfannen und sowas putzen, stimmt. Es ist für die Spülmaschine geeignet, stimmt. Tiefenreinigung, weil du mit diesen zwei Löchern in die Finger gehen kannst, stimmt. Mit dem Lächeln reinigt man beide Seiten von Küchenutensilien, stimmt. Du kannst es im Haushalt, Küche, Außenbereich, Badezimmer benutzen, stimmt. Also alles, was dieses Produkt verspricht, hält es auch. Ich verlinke euch alle Sachen ja in der Infobox. Die meisten sind in der Drogerie, aber das ist, glaube ich, auch aus der Drogerie. Ja, aber man kann es auch auf Amazon kaufen. Also falls es bei Amazon kauft, kriege ich eine kleine Provision. Wundert euch nicht, das ist bei den Sachen mit Sternchen so. Aber das jetzt alles selber gekauft. Aber fällt mir gerade ein, weil wenn ich Sachen dann auf Amazon verlinken kann, die jetzt nicht krass teurer sind als in einer Drogerie, verlinke ich das da, weil dann habe ich auch ein bisschen was davon. Ich habe aber auch ein bisschen was davon, wenn ihr ab und zu die Werbung 15 Sekunden laufen lasst. Oder kommentiert und liked oder alles zusammen. Ich weiß, manchmal hat man keinen Bock, aber das sind so Sachen, damit könntet ihr mir kostenlos was zurückgeben für meinen Content. Wäre auf jeden Fall nett von euch. Wäre cool.
Für mich ein sehr tolles Produkt im Haushalt. Ich liebe Sachen mit freundlichen Gesichtern, dann so ein Putzschwamm, super. Und wenn er dann noch funktioniert und alles, was er verspricht, hält, kann ich es auch nur empfehlen. Dann habe ich hier von Airwick solche Duftdinger. Ich zeige euch das mal hier. Das ist so ein graues Ding. Da ist so ein Duftring drin und du kannst es einstellen, dass er alle paar Stunden sprüht, dass er stark sprüht, dass er wenig sprüht. Und wenn du das benutzt, riecht es sehr schön in deinem Haus. Im Badezimmer, auf dem WC, irgendwo. Und du kannst es halt echt cool einstellen, dass es intensiver duftet, wenn es mal bei dir stinkt. Oder dass es besser leicht duftet, dass du überall so einen leichten Duft hast. Die haben viele verschiedene Duftsorten. Ich kann das sehr empfehlen. Ich habe das eine Zeit lang überall im Haus verteilt gehabt. Jetzt habe ich überall Duftkerzen. Also es wechselt bei mir immer. Aber mir ist halt immer wichtig, dass es bei mir zu Hause gut riecht. Und von mir da eine ganz, ganz klare Empfehlung, weil das ein schönes Produkt ist, was einwandfrei ohne Probleme funktioniert. Und deswegen kann ich es halt mega empfehlen. Dann habe ich hier von Denkmit die günstige Alternative probiert im Vergleich zu dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist auch so mit Duftintervallen, die einstellbar sind. Finde ich auch gut. Also wenn das andere eine 1- ist, ist das hier eine 2-, so würde ich sagen. Ne? Also das sind manchmal Feinheiten vom Unterschied. Ich finde die Düfte bei der anderen Marke besser. Ich finde das andere auch optisch ein bisschen besser. Aber wenn ihr sagt, eine 2-, ist komplett okay, weil es reicht ja auch komplett aus. Könnt ihr auch zu dieser günstigeren Alternative von Denkmit hingehen, weil DM, die Eigenmarken Profissimo, Denkmit, Profissimo ist doch auch der, naja, und Balea und so, also die sind da schon sehr, sehr gut mit vorne dabei. Also da kann man sich echt gut umschauen. Ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich wollte einfach zwei verschiedene Preisalternativen vom selben Produkt mal ausprobieren. Und für mich ist der Unterschied einfach, ich mag bei dem anderen die Düfte mehr und so ein bisschen mehr, wie es raus macht. Dann habe ich hier von Lenore solche Color-Waschmittel-Pots. Ich bin halt immer vorsichtig bei so... Ich mag es, wenn du Sachen in Plastik hast, was sich automatisch auflöst. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es irgendwie auch nicht ganz rund läuft. Sei es jetzt bei der Geschirrspülmaschine oder sei es jetzt beim Waschen. Deswegen habe ich das dann irgendwann aufgebraucht. Ich hatte trotzdem das Gefühl, Reinheit, Farbschutz, Weichheit und so macht es auf jeden Fall. Aber wir hatten noch ein, zweimal Probleme mit der Waschmaschine. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Die war irgendwie verstopft. Oder ob es daran lag, kurz nachdem die Garantie vorbei war, hatten wir Probleme. Das ist irgendwie bei hammer vielen Geräten mittlerweile so. Das war vor 10 Jahren nicht so, finde ich. Ist für mich ein schönes Produkt, aber ich greife jetzt mittlerweile eher gerne zu flüssig Waschmittel für bunte Wäsche. So habt ihr mir das erklärt. Oder zu Pulver für helle Wäsche. Aber an sich ist das hier eine schöne Sache. Aber ich bin halt mit diesen Pots immer so ein bisschen vorsichtig. Und wusstet ihr, dass man die in die Trommel tut? Das wusste ich nicht. Also meine Schwiegermama hat mir das mal erklärt. Was ich aber auch manchmal hatte, war halt das Problem. Ich habe es in die Trommel getan und es hat sich nicht richtig aufgelöst. Ja, dadurch hattest du so Spuren davon in der Wäsche. Und das ist halt etwas, wo ich sage, ja, war doof. Kann sein, weil ich die Waschmaschine zu voll gefüllt habe. Ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, was für mich auch definitiv dagegen gesprochen hat. Weil, ja, du hast dann so Plastik, Farb, irgendwas an deiner Wäsche und teilweise kriegst du es nicht so raus. Deswegen, ich würde es mir halt nicht nochmal holen, auch wenn es die Sachen einhält. Tut es, wenn es funktioniert, aber wenn es halt nicht funktioniert, ist deine Wäsche im Arsch und das ist halt schade. Dann habe ich hier noch so ein Aromaöl-Diffuser von Airwick. Fand ich, er geht so, würde ich mich nicht nochmal holen. Also ich bin manchmal ein bisschen dumm. War ein bisschen schwierig, das auch Düfte zu verteilen, also das reinzukriegen überhaupt. Ich hatte aber auch das Gefühl jetzt, dass die Freude, hier steht halt Lebensfreude, beginnen sie jeden Tag mit einem Lächeln, dass der Duft nicht so schön war, wie ich es mir gewünscht hätte und sich nicht so angenehm im Raum verteilt hat. Und ja, ich fand es auch sehr schwer, das irgendwie einzustellen, kann aber auch an meiner Doofheit manchmal liegen. Den Duft, den es verteilt hat, fand ich irgendwie, war okay. Also die Menge und Intensität und Art, also hat mich einfach irgendwie nicht überzeugt, würde ich mir deswegen nicht nochmal holen. Und dann habe ich hier als letztes auch von Dr. Beckmann super weiß solche Schmutzfangtücher oder so Auffangtücher, wenn ich Wäsche wasche, vor allem helle Wäsche, benutze ich das super gerne. Also ich habe das immer mit dabei, wenn ich helle Sachen wasche, einfach weil das die, weißt du, wenn doch irgendwas verfärben sollte oder so, dann saugen diese Tücher das auf und deswegen ist das für mich halt ein super Produkt, weil das rettet mir zu 100% immer den Arsch. Bei weißer Wäsche benutze ich das immer, bei bunter oder heller das andere. Ich habe aber auch die Denkmit-Alternativen benutzt. Ich muss sagen, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Die habe ich jetzt nicht in diesem Video. Aber dass ihr einfach wisst, manche wissen ja nicht mal, dass es solche Produkte gibt. Ich wusste dasselbe auch lange nicht. Und dass solche Produkte auf jeden Fall gut funktionieren. Ich packe sie bei jeder Wäsche mit rein, weil ich halt einfach nichts mehr verwaschen möchte, weil ich das sehr schade finde. Und hier haben wir halt so Mitwaschbeutel. Das andere sind so Tücher. Hier hast du halt auch nur so zwei Mitwaschbeutel, die du halt nach dem Waschgang im Hausmüll entsorgst. Ich benutze dann lieber solche Tücher, wie das, was ich euch gerade gezeigt habe. Grundsätzlich ist das aber
aber auch ein super Produkt, wenn ihr weiße Wäsche wäscht, was ich auch da definitiv empfehlen kann. Wenn ihr irgendwelche Must-Haves habt im Bereich Haushalt oder so, gerade aus der Drogerie, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, weil dann probiere ich sie mal aus und kann meinen Followern davon berichten, weil ich merke mittlerweile so Thema Haushalt, Putzen, all solche Sachen mag ich gerne. Also manchmal sogar mehr als Make-up und Pflege und der Mann wird auch älter. Ja, wenn ihr da Favoriten habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten ist auf jeden Fall alles verlinkt und das war's auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.